Herzlich willkommen, Dienstagabend im Lobpreishaus Dresden. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute an diesem besonderen Tag für uns im Sachsenlande. Wir haben schon festgestellt, wir sind das einzige Bundesland mit einem Buß- und Bettag als Feiertag. Und wir sind auch das erste Bundesland, was wieder komplett in den Lockdown gehen kann. Und wir werden heute im Psalm beten, dem Psalm 13. Und das ist so ein typischer Psalm, wo der Psalmist sich erstmal wirklich all das rauslässt, was ihn stört, all das rauslässt, was ihn bedrückt. Und ich glaube, dass wir davon einiges lernen können, nämlich, dass es Gott total liebt, wenn wir unsere Emotionen ihm bringen. Und das sind nicht immer nur diese fröhlichen Emotionen, sondern auch, das kotzt mich an. Das nervt mich, was jetzt hier passiert. Das nervt mich, dass die Einschränkungen wieder kommen, dass wir als Familie herausgefordert sind. Und genau wie in diesem Psalm kommt am Ende diese Erkenntnis, aber ich vertraue auf dich, Gott, und du wirst mir Kraft geben. Du wirst mich ermutigen. Und wir haben im Vorgebet gebetet, dass dieser Abend für euch eine Ermutigung ist, für uns eine Ermutigung ist, dass wir genau dahin durchkommen können, zu erkennen, dass Gott treu ist und dass er Gutes mit uns vorhat. Schön, dass du dabei bist, und heute sind wieder einige dabei, die wir lange nicht gesehen haben. Der Johannes ist aus seinem Sonderurlaub gekommen am Keyboard. Ist auch ein bisschen schwach, deswegen darf er sitzen. Der Daniel am Schlagzeug, und wir sind ja drei Schwager sozusagen, also in Familie. Und wir haben uns den Jockel dazugeholt. Der Jockel wird uns heute durch den Abend im Lobpreis leiten. Und zwar ungefähr für die, die das erste Mal dabei sind, bis 9 Uhr. Dann werden wir eine Gebetszeit haben. Und danach steigen wir wieder ein in den Lobpreis, so bis gegen 10, dass ihr ungefähr den Fahrplan habt von heute Abend. Die Christine ist noch mit da, alles Mitarbeiter aus dem Kraftwerk, ja, aus dem Lobpreishaus, zwischen dem Kraftwerk. Das ist das, alte Zeit. Das muss ich kurz erklären. Die Christine, die kennen wir schon ganz lange, nämlich aus der Zeit, wo wir in der Kraftwerkgemeinde noch zusammen waren. Und deswegen ist das so eine coole Verbindung, genau. An der Technik der Raphael und der Martin, an den Kameras. Und ich spreche ein Gebet und dann starten wir los. Genau, und die Simi am Beamer, die ich aber nicht erwähnen darf, weil sie das nicht mag. Gott, danke, dass du treu bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass wir auf dich schauen können. Danke, dass wir mit unseren Emotionen zu dir kommen können, Jesus. Egal, ob wir uns beschweren, ob wir uns auch aufregen und unsere Ängste und Nöte zu dir bringen, oder ob wir dich feiern und uns freuen, weil wir merken, dass du Frieden in unser Herz gießt. Und Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Wir geben dir all das hin, Jesus. All das, so wie wir sind, Jesus. Und danken dir, dass du mit uns in diesem Abend bist. Amen. Wegen dir sind wir hier. Jesus, ich bete, dass du überall dahin kommst, wo jetzt dieser Livestream angeguckt wird. Dass jeder sich traut, seinen Blick auf dich zu richten. Deine Güte war, die
dir den Preis bezahlt und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, es ist deine Gnade wahr, die die Sünde aller Welt auf die Schultern nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, den Preis bezahlt und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schultern nahm. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Des Rettes hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Des Retters hat
dich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Jesus, dass das für immer und ewig gilt, dass du gesiegt hast, dass deine Liebe gesiegt hat. Du bist der Ursprung des Lebens. Du warst von Anfang an da. Und du hast die Erde erschaffen. Durch dich bin ich hier. Und du kennst sie all meine Fehler. Die Last meiner Sünde, darum bin ich frei. Du bist der Ursprung. Und du bist der Ursprung des Lebens. Du warst von Anfang an da. Und du hast die Erde erschaffen. Durch dich bin ich hier. Und du kennst sie all meine Fehler. Du starbst am Kreuz für meine Schuld. Und du
trugst die Last meiner Sünde, darum bin ich frei. Und darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr, nimm du mich ganz hin. Darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr, nimm du mich ganz hin. So lebe ich. So lebe ich nun als Erlöster. Und dein Geist, er lebt in mir. Danke, Jesus. Mein Leben soll dich nur bezeugen. Dafür bin ich hier. Darum kann ich nun, darum kann ich nun Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr, nimm du mich ganz hin. Oh, darum, darum kann ich nun nichts Besseres tun. Gib dir mein Herz, oh Herr, nimm du mich ganz hin, oh, nimm du mich ganz hin, nimm du mich ganz hin, nimm du mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin zu dir, nimm du mich ganz hin, nimm du mich ganz hin, oh, zu dir, oh, nimm du mich ganz hin. Ganz hin, du mich ganz hin, du mich ganz hin, oh, zieh mich auf deinen Schoß, nimm mich an deine Hand. Auf deinen Schoß, nimm mich in deine Hand, zieh mich auf deinen Schoß. Mich an deine Hand, das ist alles, was ich brauche. Das ist alles, was ich suche, dort zu sein, wo du bist. Dort zu sein, wo du bist. Zieh mich auf deinen Schoß. Ich lausche dir, oh Herr. Ich lausche dir, oh. Zieh
Spüren, wie dein Herz schlägt an unserem Ohr für uns und die Menschen um uns herum. Vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Und ich steh vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Und ich steh vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Und ich steh vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Ich steh vor dir und ich steh vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Und ich steh vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Darum, darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr. Nimm du mich ganz hin, darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich geb dir mein Herz, oh Herr, nimm du mich ganz hin.
my soul. Come awake. To hunger, to seek, to thirst. Awaken, first love, come awake. Do as you did at first. Her Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come awake me from my sleep and blow through the caverns of my soul. Pour in me to overflow, to overflow. Awaken, awaken my soul, come awake. To hunger, to seek, to thirst. Awaken, a first love, come away. Do as you dare at first. The Spirit of the living God, come fall afresh on me, come awake me from my sleep, and blow through the caverns of my soul, pouring me to overflow. On me, come awake me from my sleep, and blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow.
Leute, komm durchströme, lebendiger Gott, lebendiger Geist. Lass uns aufwachen, wo wir schlafen, lebendiger Gott. Füll uns neu, komm, füll uns neu heute Abend. Jeden Raum, jede Stube, jede Küche. Aufwachen heute Abend, öffne uns die Augen für dich. Was du tust, ist immer souverän. Und du bist gut, und du bist treu. Und deinem Wort vertrauen wir allein. In der Not bist du nah. Lass uns nie mehr verloren sein. Großer Gott, wir loben dich. Und Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich. Bewundert all deine Werke, großer Gott, wir loben dich. Und Herr, wir preisen deine Stärke. Und vor dir neigt die Erde sich. Und bewundert all deine Werke. Großer Gott, wir loben
Zeit, so bleibst du bis in Ewigkeit, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du bis in Ewigkeit, wie du warst vor aller Zeit. Nichts, Herr, was wir dir bieten können. Nichts. Gar nichts.
zwei leere Hände. Niemand kommt dir gleich, niemand kommt deiner Heiligkeit gleich. Wir stehen vor dir, wir erheben dich.
Du stehst fest über allem. Du bist hoch erhoben. Wir heben dich, Jesus. Wir heben dich über alle Umstände. Wir heben dich über unserem Leben. Wir heben dich über dem Leben unserer Familie, über dem Leben unserer Kinder. Wir heben dich über diese Stadt. Wir heben dich über dieses Land, über diese Welt. Du bist erhoben. Du hast diese Welt geschaffen. Du hast sie in deinen Händen. To hear, it's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, see his face. And there is a sound I love to hear. Where people pray, where he hear praises, his fame. There's a sound. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's voice into the room where people pray.
sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. Changes fame, the sound of his people on the knees. Awake up, you so laboring, it's time to worship him. Awake my soul and sing, I sing his praise aloud, I sing his praise aloud. Oh, oh, awake my soul and sing, I sing his praise. Take the bowels of hell, begin to shake. Oh, hail the Lord, oh, hail to take care. And hey, and ho, oh, let the King of Glory enter in. Oh, hey, and ho, fall down on your knees and worship him. And hey, and ho, let his praise rise up, don't hold it in. Worship him. And hey, and ho, let his praise rise up, don't hold it in. Oh, awake my soul, oh, awake my soul and sing, I sing his praise aloud, I sing his praise. Praise aloud, and when he moves, and when he moves, and when we pray, restore the wall, all stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the bowels of hell begin to shake. Oh, hail to the Lord, oh, hail the King. Worship him. And hey, and ho, let his praise rise up, don't hold it in. Sing hey ho. Hey, and ho, oh, let the King of Glory enter in. And hey, and ho, oh, fall down on your knees and worship him. Up, don't hold it in. Wait.
stood the wall, now stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the bowels of hell begin to shake. Oh, hail the Lord, oh, hail the King, when he moves. And when he moves, and when we pray, we stir the wall, now stands away, every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the bowels of hell begin to shake. Oh, hail the Lord, oh, hail to the King. And hey, and ho, oh, let the King of glory enter. And hey, and ho, fall down on your knees and worship him. And hey, and ho, oh, let his praise rise up, don't hold it in. And hey, and ho, oh, let the King of glory enter in. And hey, ho, fall down on your knees and worship. Hey, and ho, let his praise rise up, don't hold it in. Telling you away, my soul, the King is coming away, my soul, the King has sent you, the King is coming. We sing hey, we sing ho, let the King enter in. Wie schon angekündigt, wollen wir heute mit dem Psalm 13, 1 bis 6 beten. Und da steht: Hilferuf eines Angefochtenen, ein Psalm Davids zum Vorsingen. Ich habe schon als Spaß gesagt, vielleicht singen wir ja noch. Wir fangen erst mal an mit Lesen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll ich meinen Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden.
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich lese nochmal 6. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Vater, ich danke dir, dass wir hier lesen dürfen, dass wir nicht die Einzigen sind, die herausgefordert sind. Dass es dem David schon vor vielen, vielen Jahren, der die Psalmen, die meisten zumindest, verfasst hat, dass es ihm auch so ging. Dass er Sorge hatte in seiner Seele und dass sein Herz sich geängstigt hat jeden Tag. Und wir wollen heute vor dich kommen, Herr, und darum bitten, dass du uns begegnest in unseren Familien und da, wo auch einsame Menschen sind, wenn jetzt wieder der Lockdown kommt, überall da, wo Menschen alleine wohnen oder Familien, die wieder kaum wissen, wie sie es hinkriegen sollen, wenn ihre Kinder alle zu Hause sind, weil Schulen und Kindergärten geschlossen sind und sie eigentlich arbeiten müssen. Vater, wir wollen vor dich kommen mit diesem Vers, in dem wir lesen, dass wir auf dich trauen, dass du gnädig bist, dass unser Herz sich am Ende freut, weil du gerne hilfst. Herr, und so will ich dir in aller Not, wie wir es hier lesen und wie ich es auch empfinde, wie es manchen geht, vielleicht nicht jeden, aber doch einige, mit dem, was wieder auf uns zukommt, dass du, Herr, vom Himmel her hörst und uns begegnest und uns hilfst. Herr, du liebst es, gnädig zu sein und du liebst es, uns zu helfen. Und so bringe ich dir, Vater, die Menschen, die in Einsamkeit sind oder erst noch in Einsamkeit kommen, weil sie durch den Lockdown, der in Sachsen wieder ab Montag gelten soll, ganz schön abgeschnitten sind von Sozialkontakten. Vater, ich bringe dir da auch alle hin, die in Quarantäne sind, jetzt schon oder noch sein werden. Ich bringe dir alle hin, die krank sind. Ich bringe dir alle Älteren hin, alle Schwachen, alle die, die verängstigten Herzens sind. Verängstigten Herzen, krank zu werden, verängstigten Herzen zu sein, vielleicht jemand anzustecken oder einfach nur, weil sie Angst haben und in Not sind, wie sie ihre finanziellen Probleme, Herausforderungen stemmen sollen, ob das Unternehmer sind oder auch einfach Leute, die vielleicht selbst mit dem Kurzarbeitergeld echt zu tun haben, hinzukommen. Vater, du kennst alle Not in unserer Stadt, in unserem Land. Du kennst es, Herr. Und du liebst es, Herr, gnädig zu sein. Und du liebst es, Herz, du liebst es, Herr, zu helfen. Und so will ich beten, stellvertretend für alle Leute, die das betrifft, die ich schon genannt habe und die, die ich jetzt vergessen habe, dass du Gott vom Himmel her hörst und begegnest. Vater, ich bete, dass du in die Häuser kommst. Ich bete, dass du in die Altenheime kommst, an die Orte kommst, wo Menschen herausgefordert sind und wo Menschen in Not sind. Vater, begegne du. Offensichtlich hast du große Pläne mit Sachsen, Herr, wie wir schon im Vorgebet empfunden haben, weil du nicht Dinge zulässt aus lauter Lust und Langeweile oder Frust oder sonstigen Dingen. Herr, deine Absichten sind immer gut. Und so wollen wir das auch prophetisch ausbeten, wie es hier steht. Auch wo wir verzweifelt sind, das vielleicht mal rauszusprechen, aber dann zu vertrauen, Herr, dass du unser Land rettest. Herr, wo ich gestern auch wieder, ich bete jetzt auch für die Politiker, Jesus, die herausgefordert sind, wo ich gestern wieder mit Freunden aus der ganzen Stadt am Landtag stand und dort für unsere Politiker gebetet habe. Herr, die tun sich nicht leicht damit, diese Entscheidung zu treffen. Und wir wollen sie darin ehren, Herr Jesus. Egal, wie wir das finden, egal, auf welcher Seite wir stehen, egal, ob wir das nachvollziehen können, ob wir das unverhältnismäßig finden oder nicht. Gott, wir kennen die Gründe nicht. Und dennoch wollen wir unsere Verantwortlichen segnen und wollen für sie einstehen und wollen ihnen zurufen, dass sie gerettet werden. Herr, ich will auch für sie beten, Jesus, dass du ihnen begegnest und dass sie deine Liebe und deine Rettung, der du liebst, es gnädig zu sein und der du liebst, es zu helfen, dass du ihnen begegnest in ihrer Not, auch in dieser Not, dass sie schwere Verantwortung treffen und dass sie so viele Signale und Impulse und Beratungen bekommen, aus denen sie dann Entscheidungen treffen sollen. Denn sie wollen es im Besten und im Guten tun, um Menschen Leben zu retten, um Menschen ja, irgendwo zu helfen. Sie tun es ja nicht irgendwie, weil sie irgendwie böse Absicht planen. Und selbst wenn, Herr, so bist du in allem, Jesus, du bist in allem und du willst unserem Land, unserer Stadt darin dienen.
weil du letztlich willst, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen dir begegnen, dass Menschen entdecken dürfen, warum du, Jesus, zu Weihnachten als kleines Kind an der Krippe geboren auf die Welt gekommen bist, um uns zu retten, um es möglich zu machen, dass wir, Vater, mit dir wieder in einer persönlichen Beziehung leben können. Ich will euch jetzt Zeit geben, wo ihr beten könnt für eure Familie oder für Leute, die ihr kennt, die in Einsamkeit sind oder die krank sind, dass ihr euch mit eins machen könnt, für sie zu beten, zu Hause, dort, wo ihr seid. Lasst uns gemeinsam beten in einer Zeit, ja, wo wir irgendwo Angst haben, mancher mehr, mancher weniger. Ich weiß, es ist total unterschiedlich, aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, den das völlig unberührt lässt, unsere Situation in unserem Land. Manchen betrifft das, weil er eben erschlagen ist von den Menschen, die krank sind oder auch von Menschen, die gestorben sind. Manche, weil sie so finanziell herausgefordert sind. Lasst uns gemeinsam jetzt, da wo ihr seid, einfach beten und lasst euch vom Geist da einfach in eurem Herzen leiten. Und der Stefan hat das ja ganz am Anfang gesagt, wenn ihr vielleicht erstmal dort steht, dass ihr noch nicht beten könnt, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist und mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, Herr. Wenn ihr dort noch nicht steht, weil ihr irgendwo Wut habt oder Verzweiflung habt, dann habt ihr das gehört am Anfang. Auch das dürft ihr ausbeten. Auch David, der Psalmist, hat das hier am Anfang einfach vor Gott ausgeschüttet. Dann nutzt die Zeit. Ich will eigentlich mit euch so einen Weg gehen, wo ihr das mal auskippt, wo wir das ausbeten und wo ihr erfahrt, dort wo ihr seid zu Hause, dass Gott wirklich unser Retter ist und er es liebt, uns zu helfen. So, let's pray, dort wo wir gerade sind. Ja, Herr, wir beten, dass du wirklich kommst, so in die Situation von jedem Einzelnen, von ganzen Familien oder von Lehrern auch, von Schulleitern, Gott. Du weißt, was jeder so zu tragen hat, was es für jeden bedeutet, Herr. Du weißt, was gleich in den Herzen abgeht und vor Augen ist, was das für Konsequenzen hat, für Folgen. Und du weißt, ich habe vorhin auch im Raum gesessen und geweint, weil ich dachte, Jesus, wie soll ich das wieder schaffen? Diese doppelte Belastung und alles. Aber Gott, dann hast du mich zum Psalm geführt und Herr, dann sind wir zusammen hier auf diesem Psalm gestoßen und Herr, du hörst uns, du hörst unsere Verzweiflung, du hörst unsere, ja, das Gefühl, es nicht zu schaffen. Du kennst das, du weißt das, aber du sagst, wir sollen unsere Sorgen auf dich werfen, denn du bist besorgt um uns. Herr, und das bete ich, Jesus, dass jeder, den das heute irgendwie zu überwältigen droht, dass er, die dich kennen, Herr, dass sie wirklich ihre Sorgen auf dich werfen können, ihre Lasten, diese ganze Zukunft, diese ganzen Wochen, die kommen. Und du kennst jeden Tag schon, in deinem Buch sind sie alle schon eingeschrieben, Herr. Herr, du kennst diese Zeiten, du wusstest, dass diese Entscheidung heute getroffen ist. Herr, ich bete wirklich, dass Leute
dass du die, die dich noch nicht kennen, dass sie von Leuten hören, wie es ist, dass man sein Vertrauen auf Jesus setzen kann in dieser Zeit und dass die Weihnachtsbotschaft übersetzt wird in unsere Zeit jetzt. Ich bitte um kreative Ideen für jeden, dass er sich nicht überwältigen lässt von der Furcht, von der Dunkelheit, sondern dass er gerade sagt, jetzt will ich Licht bringen, jetzt will ich andere ermutigen. Jesus, ich bete wirklich um gute Ideen für Familien, wo sie andere einladen können oder zumindest anrufen können oder schreiben können, Herr. Oder singen am Telefon, Herr, oder über Zoom-Call. Man kann zusammen singen über Zoom, jeder in eine Strophe, Herr. Ich bitte, dass du neue Formen der Gemeinschaft schenkst, neue Formen der Verbindung. Ich bitte, dass du gerade in diesen Tagen die Herzen der Eltern zu den Kindern wendest und umgekehrt. Herr, wir wollen uns eins machen. Wir wollen auf dich vertrauen. Herr, wir trauen auf dich, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Unser Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Wir wollen dem Herrn singen, dass er so wohl an uns tut. Amen. Wir wollen auch das ausbeten, dass er so wohl an uns tut. Herr, so möchte ich mich eins und wir möchten uns eins machen mit all den Müttern in unserem Land, also vor allen Dingen jetzt in Sachsen, die das irgendwie wieder abfangen müssen, weil die Papas meistens weiterarbeiten und die Mamas irgendwie das auf die Reihe kriegen müssen, wie auch immer mit Teilzeitarbeit oder wie auch immer, die Kinder zu Hause zu betreuen. Herr, du kennst auch Familien, die sowieso schon herausgefordert sind, miteinander klarzukommen, wo es Spannung gibt, wo es häusliche Gewalt gibt. Herr, wir bringen diese Not vor dich und wir verbinden uns, wie die Christine das schon gerade gesagt hat, mit all den Frauen und den Müttern, die das so herausfordert, wieder durchzuhalten, dass vor Weihnachten noch, vor dem Fest der Familie, Herr, wo die Familie auch nur ganz bedingt zusammenkommen darf. Herr, was auch immer wir schuldig geworden sind vor dir, warum die Dinge zugelassen werden, warum die Dinge zukommen. Wir beten, dass du dich erbarmst über die Familien. Wir beten, dass du, Geist Gottes, in die Familien kommst. Ich bringe dir jede einzelne Familie, Herr. Du kennst jeden, Herr. Jede Mutter, jedes Kind, jede Familienkonstellation. Gott, du kennst jede Situation. Du bist nicht so ahnungslos wie ich, der das prophetisch reinbetet. Du kennst es wirklich, Herr. Du weinst um jeden, du betest um jeden, du ringst um jeden. Du liebst jeden unendlich und du willst jeden begegnen. Und das beten wir hinein, Vater, dass du so jetzt kommst in die Familien, dass du die Mütter stärkst und dass sie übernatürlich durch deinen Geist berührt werden und in Kreativität die Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Vater, wir beten auch um Gunst, wo Familien nicht anders können und in Anführungsstrichen dann Gebote oder Regeln brechen, weil sie mal rausgehen oder auf dem Spielplatz sind oder was weiß ich immer, was sie tun, weil sie es nicht anders aushalten, dass du auch eine Gunst schenkst und eine Güte unter den Polizisten, unter dem Ordnungsamt oder den Politikern. Vater, wir beten, dass du eine Liebe ausgießt, des Verständnisses und des guten Miteinanders trotz der Herausforderung und der Verschärfung. Herr, gib wirklich eine Gnade und eine Güte und eine Liebe. Du siehst auch, wie eine Härte einzieht, wenn wir uns nicht begegnen können, wenn wir uns nur über Telefon oder diese anderen Möglichkeiten der Medien begegnen. Aber die Nähe fehlt uns, wozu du uns geschaffen hast. Herr, wir bringen dir diese Not und wir beten und wir trauen auf dich, dass du gnädig bist und dass unser Herz sich freut, dass du so gerne hilfst. Herr, wir rufen dich an, dass du uns hilfst und dass du einschreitest. Gott, wo wir Buße brauchen, bete ich, dass du uns in Buße führst, denn du willst uns helfen. Und wo wir unsere Schuld bekennen müssen, weil wir auch als Land nur wirtschaftlich gedacht haben und nur Gelder irgendwie gespart haben, um Krankenhäuser irgendwie wirtschaftlicher zu machen. Und deswegen ist Not am Mann, weil wir keine Reserven haben oder was weiß ich, nee, Jesus. Herr, du kennst all diese Dinge, die uns geleitet haben, dass wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Und wir bringen es dir und sagen, Herr, erbarme du dich über uns. Herr, erbarme dich über unsere Herzen, die voller Angst sind vielleicht oder die wo wir in unserer Seele Sorgen haben, wie das hier im Vers 3 steht. Erbarme dich über unsere Herzen, erbarme dich über unsere Familien, erbarme dich über alle Alten und Kranken, die alleine irgendwo im Pflegeheim sind oder im Altersheim sind, die keinen Besuch empfangen dürfen, damit sich niemand anstecken kann. Irgendwo verrückt. Herr, erbarme dich über ihn, Jesus. Werde du der Heiland, auf den wir im Advent warten, der du gekommen bist und dessen Geburtstag wir immer wieder feiern, jedes Weihnachten. Vater, ich bete, dass du für jeden da dieser persönliche Jesus und Heiland wirst. Denn wir brauchen dich, Jesus.
Wir brauchen dich, Herr. Ich danke dir auch wirklich nochmal, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns stärkt und das uns auch erinnert, Herr, an Sachen, wo Leute auch schon mal sowas durchgemacht haben und wie du sie durchgeführt hast. Herr, ich denke an die Weihnachtsgeschichte, wirklich wie sie angefangen hat. Da ging auch ein Befehl aus von dem Kaiser Augustus, dass alle Welt sich schätzen lassen sollte. Und die Leute hatten keine Wahl, die mussten gehen. Und Herr, sie mussten sich unterordnen, mussten das akzeptieren. Und mitten in dem allen hast du, Jesus, das arrangiert, dass Maria und Josef nach Bethlehem gekommen sind und dass dort der Retter geboren ist. Und Herr, so fühlen wir uns auch jetzt in dieser Situation. Wir sind ausgeliefert in einer Verordnung, wo wir nichts drauf Einfluss haben. Und ich bete, Herr, dass wir das akzeptieren können, weil unsere Politiker das aus Gründen machen, die du hast ihnen das ins Herz gegeben, weil. Und wir wollen glauben, dass du mitten in dem allen wirklich Geschichte schreibst, dass du in dem allen ein Königreich voranbringst, dass du Wunder tust, Herr, dass du Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein lässt und ihnen da begegnest, dass sie dir begegnen, dem Retter, so wie dann die Hirten dir begegnet sind, zu denen du gesagt hast, fürchtet euch nicht, zu denen der Engel das gesagt hat, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Herr, ich bete das aus. Dein Wort hast du so oft zu Menschen gesagt, fürchtet euch nicht. Und ich bete das zu allen, wo die Furcht gekrochen kommt oder so mächtig wie so eine Wand, fürchtet euch nicht. Herr Jesus, du bist der Retter. Du bist als Kind geboren. Du bist gekommen. Heute hast du zu den Hirten gesagt. Und du sagst auch heute oder in den kommenden Tagen immer wieder, bist du ein Gott, der da ist, der sieht. Du bist der Retter. Du rettest aus Not, du rettest aus ausweglosen Situationen. Du hast Wege, du hast Lösungen, du hast Finanzen da, wo keine da sind. Du hast Hilfe da, wo Leute denken, wie soll ich das alleine schaffen? Du kannst jemanden schicken, vorbeischicken, Herr. Du kannst Lösungen schicken, wo Kinder vielleicht zu jemand anders gehen können. Du hast Auswege, Herr. Und du hast Hoffnung und Zukunft und Zuversicht. Du selber bist unsere Hoffnung und unsere Lösung, Herr. Wir danken dir, dass du diesen Tag heute gemacht hast und wir wollen uns wirklich freuen in ihm und fröhlich in ihm sein, weil unsere Freude von dir kommt. Herr, in deiner rechten Hand ist wirklich Freude die Fülle. Herr, du ermutigst uns. Du bist nicht verzweifelt, du bist nicht entmutigt. Du weißt schon, dass dein Tag kommt, Herr. Du wartest auf den Tag, wo du auf die Erde kommen kannst und dass diese Tage dazu dienen, dass wir uns vorbereiten, Herr. Zeig uns, wie wir diese Tage nutzen können zum Besten, Herr. Wie wir unsere Lampen mit Öl füllen können, wie wir dich suchen können, Jesus, dich anbeten können, jeden Tag, auch mit unseren Kindern. Zeig unseren Kindern deine Schönheit, deine Herrlichkeit, wie kostbar du bist, Herr. Lehr uns, sie vor deinen Thron zu führen, Herr. Doch die Großeltern, die Eltern. Herr, ich bete auch da, wo Leute wirklich traurig sind, dass sie sich nicht treffen können, Herr. Die Maria musste auch weggehen und Josef von ihrer Familie dort in Nazareth und woanders hin und konnten die Geburt nicht mit ihnen feiern. Aber Herr, du hast sie gesehen. Du hast ihnen, auch da, wo kein Raum war für sie, hast du ihnen trotzdem einen Raum bereitet. Du hast ihnen beigestanden und ich danke dir, dass du allen beistehen wirst, auch Weihnachten zu erleben. Wir trauen aber darauf, dass du so gnädig bist. Unser Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Wir wollen dem Herrn singen, dass er sowohl an uns tut. Wir trauen aber darauf, dass du so gnädig bist. Und unser Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Wir wollen dem Herrn singen. Wir wollen dem Herrn singen, das wollen wir jetzt auch weiter tun. Dass er sowohl an uns tut. Vater, so wollen wir jeden zu Hause schon jetzt segnen.
dass das, was wir hier lesen, dass das Realität in unserem Leben wird. Herr, wir müssen uns das immer wieder zurufen, weil es gerade nicht leicht ist, das einfach irgendwie immer so zu glauben und zu erleben. Du siehst überall das, wo wir das prophetisch ausbeten, weil wir es vielleicht nicht sehen. Und dennoch beten wir das aus, so wie es hier steht, weil wir darauf vertrauen, dass du gnädig bist. Und darüber freuen wir uns und singen dir, weil du Gutes an uns tust, weil du Gutes an uns tun willst. Danke dafür, Herr Jesus, und das bete ich auch, dass du das jedem zu Hause neu schenkst, diese Dankbarkeit und diese Sicht, wie sie David am Ende seiner Psalmen, nachdem er auch mal sein Herz ausgeschüttet hat, immer wieder ausgebetet hat. Immer wieder diese Zuversicht und dieses Wissen, dass du Gott gerne hilfst, dass du gnädig bist, dass du treu bist. Und das bete ich, dass du das jedem schenkst, der jetzt zu Hause dabei ist. Herr, auch in Krankheit, vielleicht gucken welche zu, die in schwerer Krankheit sind oder leichter Krankheit. Herr, auch da, Herr, bete ich, dass du jeden begegnest, dass du jeden heilst. Denn du bist als Heiland gekommen, als der, der unter solchen Umständen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Welt gekommen ist, um dann alles zu überwinden, sich hinzugeben am Kreuz, aufzustehen und zu erhöht zu werden über alles, der zur Rechten des Vaters sitzt. Und so beten wir, Herr, dass du jeden zu Hause segnest, mit dieser Zuversicht, mit dieser Begegnung deines Sohnes, dem kleinen Jesuskind, der Gott, der Mensch geworden ist und wieder zurückgekehrt ist an des Vaters Seite. Danke, Jesus, für diesen Ausblick und für diese Zuversicht. Schenke das jedem zu Hause im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ne? Wenn ihr Zeugnisse habt, wie euch Gott versorgt, dann schickt uns das gerne. Wir dürfen bezeugen, das sage ich jetzt einfach mal hinten dran, wir sind ja auch hier auf dem Hof, die wir zusammen wohnen oder als Mitarbeiterschaft, ganz unterschiedlich von der Situation betroffen. Manche, die können sich vor Arbeit nie retten. Und manche wie ich, die haben auch viel Arbeit, ja, so ist es, aber ihr wisst das ja. Und ich will euch auch bezeugen, ich habe das ja immer mal wieder gesagt, dass ich das machen werde, dass Gott uns bis zum heutigen Tag auf unterschiedlichste Art und Weise immer wieder versorgt und durchgetragen hat. Das, was herausfordernd ist, alle, die das in irgendeiner Form, die euch das betrifft, ihr wisst, wie das ist, durchzuhalten, genau dieses Vertrauen immer wieder auszubeten, auch in den Momenten, wo man es irgendwie nicht spürt, wo es irgendwie nie da ist, wo man sich fragt, hey, wie ist das? Aber ich will euch Mut machen, was ich über die ganzen Monate gelernt habe und was mich echt stark gemacht hat, ist, sich darin zu üben, wenn man eben dieses menschliche Versorgen nie hat, auf Gott zu vertrauen, dass er es hat und dass er uns nie im Stich lässt, selbst wenn es so aussieht, zu lernen, auch in seinen ganzen Emotionen. Ich spreche mal über die Gefühle, die wir so haben, die wir ja auch gerade im Psalm benannt haben, denn die sind da. Sich da zu trainieren, nicht in dieser Angst und dieser Sorge zu leben, sondern zu wissen, selbst wenn es nicht so aussieht, Gott wird spätestens pünktlich, wie man so schön sagt, wieder das Geld, die Kohle, woher auch immer, kommen lassen. Und wir dürfen mit Dankbarkeit in einem Land leben, wo der Staat viel Geld locker macht, auch wie auch immer, dass dann wieder bezahlt wird, aber auch da will ich ausbeten, auch da wird Gott Pläne haben, wenn wir Buße tun, wenn wir uns ihm zuwenden. Und wir durften auch Spenden bekommen, nicht nur wir. Wir hatten auch mal einen großen Briefumschlag, oder was heißt großen Briefumschlag? Wir hatten einen Briefumschlag, wo uns jemand was gespendet hat, allen Leuten auf dem Hof, und wo wir das total ermutigend erleben durften, wie Gott sich hinter uns stellt. Viele von uns sind ja gerade dabei, in Teilzeit- oder Vollzeitdienst zu gehen, um wirklich beständig zu beten, weil wir glauben, dass das wirklich Dinge verändert, weil das Gottes Gegenwart durchbrechen lässt und weil das unsere Stadt und unser Land verändern wird. Und da ist es total ermutigend, wenn man unerwartet, ungebeten, zu Weihnachten, besser kann es fast nicht sein, geschenkt bekommt, auch in Form von Geld. Und dafür sind wir dankbar und damit will ich euch ermutigen, dass Gott auch so euch versorgen wird, ob ihr es nötig habt oder nie. Ich würde behaupten, wenn ihr es finanziell nicht nötig habt, dann haben wir es seelisch sowieso immer wieder nötig, in Familie oder in sonstigen Dingen. Und das soll euch gesagt sein oder ermutigt sein, Gott will und wird euch versorgen. Na? Jockel, so ist es doch. Oder Johannes. Johannes, naja, das ist genau so ist es.
darf hinaufziehen zum Berg des Herrn. Kann vor dem Hof seines Throns bestehen, dem Ort, wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Dem Hof seines Throns bestehen, dem Ort, wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst, mein König, dem Ort, wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst. Mit Augen des Glaubens, mit liebenden Herzen, betreten wir ein in deinen Tempel, o Herr. Wir treten ein in deinen Tempel, o Herr, dem Ort, wo du wohnst. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Kann vor dem Hof seines Throns bestehen, dem Ort, wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst. Wer darf? Hinaufziehen zum Berg des Herrn. Kann vor dem Hof seines Throns bestehen, dem Ort, wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst. Wo du wohnst, dem Ort, wo du wohnst, mit Augen des Glaubens, mit Augen des Glaubens und liebenden Herzen treten wir ein in deinen Tempel, o Herr. Wir treten Tempel, o Herr, mit Augen des Glaubens und liebenden Herzen treten wir ein in deinen Tempel, o Herr. Wir treten ein in deinen Tempel, o Herr, dem Ort, wo du wohnst. So öffne die Tore, denn der König kommt. Öffne die Tore, denn der König kommt. Öffne die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. So öffne die Tore, denn der König kommt. Öffne die Tore, denn der König kommt. Öffne die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. Hosanna, komm, Herr Jesus, komm. Hosanna, komm.
komm, Herr Jesus, komm, und deine Braut wartet mit erhobenen Händen. Hosanna, komm, Herr Jesus, komm, Hosanna, komm, Herr Jesus, komm, und deine Braut wartet mit erhobenen Händen. Oh, sing Hosanna. Hosanna, oh, komm, Herr Jesus, komm. Hosanna, komm, Herr Jesus, komm. Deine Braut wartet mit erhobenen Händen. Noch einmal, oh, Hosanna, komm, Herr Jesus, komm, Hosanna, komm, Herr Jesus, komm, deine Braut wartet mit erhobenen Händen. So öffnet die Tore, denn der König kommt, öffnet die Tore. Tore, denn der König kommt, der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt, der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Ja. Und öffnet die Tore. Wir wollen oder nicht, öffnet die Tore. Komm, öffnet die Tore. Komm, öffnet die Tore. Ja, komm, öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Der König kommt. Ob wir wollen oder nicht, öffnet die Tore, denn der König kommt. Bereit sind oder nicht, so öffnet die Tore, denn der König kommt, er zieht ein. Der König kommt, komm, verschließ dein Herz nicht. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Jesus, dass du kommst.
verlange. Wir freuen uns so sehr darauf zu sehen, wie du kommst. Wie du bei uns einziehst, in jede Wohnung, in jedes Herz, in jeden Gedanken. Die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann, durchdringt mich, weil sie Kreuz und Tod einst überwand. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertrau ich dir. Die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann, durchdringt mich, weil sie Kreuz und Tod einst überwand. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertrau ich dir. Ich wünsch mir, dass dein Reich dieser Welt entsteht. Ich bete, dass ich sehe, das, was du willst, geschieht. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertrau ich dir. Und ich will dich lieben. Ich lebe zu deinem Lob als dein Kind. In Ehrfurcht, Herr, vor dir. Mit meinem Herz vernehme ich diesen sanften Ruf von deiner Stimme, das ganze All erschuf. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertrau ich dir. Und ich will dich lieben und ich lebe. Yeah.
zu deinem Lob als dein Kind. In Ehrfurcht, Herr, vor dir. Und ich will dich lieben und ich lebe zu deinem Lob als dein Kind. In Ehrfurcht, Herr, vor dir. Sprach, sangst du Lieder über mir. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt und mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut. Bevor ich ein Wort sprach, sangst du Lieder über mir. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt und mir Leben eingehaucht. Danke, Jesus. Du warst schon immer gut. Selbstlos ist, wie du liebst. Und oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Und oh, wie endlos überwältigend, selbstlos ist, wie du liebst. Oh, du hast gekämpft für mich. Danke, Jesus.
warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für mich. Du warst schon immer gut zu mir. Komm, sing nochmal, ich war noch dein Feind. Ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft. Du warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für mich. Und du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos. Und oh, wie endlos überwältigt. Spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Und oh, wie endlos überwältigend, selbstlos ist, wie du liebst. Dass ich es dir wert war, dass wir es dir wert waren. Du erleuchtest. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, treibst alle Lügen, um mir nachzugehen nochmal. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Und du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, erklimmst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Ich war's dir wert. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Wie du liebst. Und oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Und oh, wie endlos überwältigend, selbstlos ist, wie du liebst. Danke, Jesus. We'll be right back.
wusstest, wie du liebst. Und oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Und ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Und oh, wie endlos überwältigend selbstlos ist, wie du liebst, danke. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass du dabei warst. 2 Stunden sind schon wieder rum, genau, der Daniel sagt es gerade. Ist immer wieder faszinierend, wie so ein Abend verläuft. Wir setzen uns vorher hin, wir beten, aber was dann genau an dem Abend passiert, und das wissen wir auch nicht alles im Vorfeld. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Ich wünsche dir ganz viel Nähe, ganz viel Gottes Nähe. Und wenn du vielleicht auch das mitnimmst von heute Abend, dass deine Emotionen bei Gott gut aufgehoben sind. Egal, ob sie negativ sind oder positiv. Egal, ob sie, ja, Gott weiß alles, er kennt dich ja. Er kennt ja jedes Haar, was auf deinem Kopf ist. Oder jedes Haar von dir. Und deswegen kennt er auch alle unsere Emotionen. Und es ist gut, wenn wir die rauslassen und wenn wir die zu ihm bringen. Da sind sie gut aufgehoben. Er ist derjenige, der damit umgehen kann. Besser noch als unser Partner oder irgendjemand. Danke Gott, dass du für uns da bist. Nehmt euch ruhig den Psalm 13 nochmal, lest ihn nochmal in Ruhe durch. Schaut, wie David das dort macht in dem Psalm. Herzliche Einladung, nächsten Dienstag wieder dabei zu sein. Und wir können schon mal so ein bisschen anteasern, dass wir auch Silvester wird es was geben. Silvester wird es was geben. Also Anbetung, Livestream. Und da kommt was Spannendes auf uns zu, aber wir verraten das später. Später. Wir machen das, genau. Wie so eine Ramp bauen wir das auf. Wer uns unterstützen möchte, der Daniel hat es vorhin schon gesagt, es ist zum einen nötig, um hier Heizung zu bezahlen und die ganzen Geräte und alles, und zum anderen auch, um Leute freizusetzen. Das ermutigt uns sehr. Ihr findet das alles auf der Homepage unter lobpreishaus.org. Habt eine gesegnete Woche und bis nächste Woche. Tschüss.